Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Wir sind immer noch auf der Suche nach ein paar versteckten Insignien. Und ich habe mir hier mal die Turbodüse geschnappt und es geht weiter. Und zwar geht es jetzt zu genau jener Insel hier hinten, wo wir eh schon mal waren und das Level festgestellt haben, dass das absolut nichts für uns ist. Und jetzt geht's mal rund hier. Wo ist er? Wo bist du? Du blöder. Scheiße. Naja, ach so, das sagt mir ja nicht. Der ist egal. Und zwar habt ihr schon gesehen, ich habe es unbewusst anvisiert. Unser Objekt der Begierde sozusagen. Und zwar ist es dieser Vogel. Und er hat auch eine Insignie in sich oder bei sich oder wie auch immer. Ist ja total egal. Hui! Und los geht's. Tja, das war Insignia Nummer, keine Ahnung was. Boah, da hoch. Ja, dass das nichts wird, war mir jetzt klar. Na, ist egal. Wir holen uns schnell die andere Düse und dann holen wir uns diese... Au. Insignien. Was lustig ist, irgendwie hat Yoshi nie Appetit gehabt auf, auf die Chilis bis jetzt. Komischerweise, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Naja gut, so viel dazu. Und da strahlt uns die Insignie an, komm, etwas schneller. Aber wir haben hier noch eine weitere Insignie dann. Die wir uns dann holen. Aber erstmal die hier. Ach komm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst gewesen. Oh, die Kamera. Oh, Mann. Es gibt, ich habe übrigens auch nachgeguckt, in jeder Welt zwei Bonus-Insignien nochmal. Und ja. Diese Bonus-Insignien, die müssen wir dann auch noch holen. Oder versuchen zumindest. Meistens ist das erste Level ein Level, wo wir rote Münzen holen müssen wieder und so. Und das zweite dann, naja. So was anderes wie vorhin auch. Gut, der goldene Vogel, das war versteckte Insignie Nummer 5. Versteckte Insignie Nummer 6 haben wir, das war den westlichen Glockenturm säubern. Dann in den Glockenturm einbrechen, das ist Insignie Nummer 7, die versteckte, die haben wir auch. Dann haben wir Klettere auf den Leuchtturm. Das haben wir noch nicht. Und das werden wir jetzt auch machen. Und dafür brauchen wir dann auch die Raketendüse. Und ja, mal gucken. So. Auf den Leuchtturm klettern. Naja, klettern ist jetzt auch sehr übertrieben. Hui. Hui, komm. Er hätte sich ja mal festhalten können. Aber nein. Alter! Nein! Und jetzt? Oh lol. Ach so! Jetzt habe ich das erst verstanden. Das, ach, das war so ein komisches Teil, das wir kaputt machen mussten. So ist die Sachlage also. Und nach oben. Hui! Nächste Insignie. So schnell geht's. Insignie Nummer 9. Kann ich ja schon mal anfangen. Haben wir auch schon. Das ist den östlichen Glockenturm sauber machen. Insignie Nummer 10. Das war da, wo wir jetzt zwei Insignien abgeholt hatten. Diese eine Röhre hinterm Leuchtturm. So, das war das. Dann Insignie Nummer 11 war die Sache mit dem Flipper. Das müssen wir nochmal machen. Insignie Nummer 12 war Säubere die Porte Sole, also die Rieseninsignie. Insignie 13, das war das mit Yoshi, auf, wo wir da hin mussten so ewig. Das versuchen wir irgendwann anders nochmal. Insignie 14 war das zwischen zwei Polizisten, das haben wir auch schon. Ja, also ich denke, wir wagen uns jetzt nochmal an den Flipper. Und der Flipper war ja, da habt ihr jetzt mit dem Mauszeiger wahrscheinlich kurz gesehen, ist nicht so schlimm.
Der Flipper war ja hier unten drin. Und da bin ich ja eigentlich mit der Raketendüse hin. Das war jetzt auch nicht so vorteilhaft, weil... Wo ist das Boot? Boot, komm her! Weil das Boot ist einfach gar nicht so vorteilhaft, wie es scheint. So. Ja! Mit einem gekonnten Rückwärtssprung hat es doch geklappt. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen mit dem Flipper. Und ich setze mir am liebsten oder am einfachsten mal einen Safe State, weil das doch am einfachsten sein wird, denke ich mal, bevor wir hier wieder sämtliche Sachen fällen. Wow, 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 wow. Ja, mit der Düse ist dann... Ach so, ja, mit der Düse ist dann auch ein bisschen einfacher. Au. Gut. Mario. So, da war noch eine übrigens. Da haut es uns ganz gekonnt, ganz nach draußen. Das wollen wir aber nicht. Deswegen tue ich einfach nochmal... Das seht ihr jetzt auch. Tut mir leid. Ich habe gedacht, ich habe das weit genug draußen. Nächster Versuch. Und zwar wollte ich eigentlich hier rüber. Komme ich schon mal gar nicht. Naja, nehmen wir uns halt die mit. Auch nicht so schlimm. Autsch. Ja, Mario, du musst dich schon ein bisschen drehen. Und zwar müssen wir einmal... Nein, das habe ich doch schon. Boah, ich weiß nicht, wie ich das mit den Sprüngen hinkriegen soll am einfachsten. So, ja, dann starten wir nochmal. Ja, das sieht gut aus. Münze Nummer 5. Hier ist noch eine. Und ich setze mir mal ein Safe State. Frech. Wie ich nun mal bin. Jetzt ist die Frage, wo sind die restlichen? Da ist noch eine. Oder sind bei beiden roten noch eine? Och Mann. Hier ist eine. Und das andere habe ich nicht gesehen. What? Ja, das war Fail. Ich möchte es gerne schaffen. Aha, naja, so habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet. Oh Mann! Wow, ich habe sogar noch eine mitgenommen. Yippie! Das freut mich. Ja, Mario ist gut. Jetzt machen wir hier mal wieder Wandsprung. Na komm! Alter, Mario! Mach mich nicht fertig. Ich halt's doch nicht. Oh, oh, oh. Das war Fail auf der ganzen Linie. Neuladen. Wir haben ja immerhin schon 5. Was wollen wir denn mehr? Natürlich 8, ist klar. Na, Mario, was machst du? Oh Mann, das ist echt so fucking schwer, dieser Flipper. Vor allem, man sieht ja gar nichts. Oh oh. Boah, warum drückt er mich denn immer dahin? Der drückt mich immer zu demselben Kackding. Ich habe jetzt schon 5 Münzen.
Das sah doch eigentlich ganz gut aus. Haha. Nö, Safe State. So was lasse ich nicht mit mir machen jetzt. Nein. Aha. Eins ist klar, das ist nicht gewollt. Und nächste Münze. Yippie. Und Safe State. Na, das war jetzt aber kacke. Ganz, was, vor allem, was war das? Jetzt nutze ich aber ein paar Mal häufig Safe States. Tut mir leid, aber. Ich muss da ganz rüber. Ah, der war ein bisschen zu weit. Wie mir scheint. Alter, was machst du, Mario? Moin! Auch wenn das hier so gut aussieht, das ist gar nicht so. Ich komme hier auch nicht mehr raus, außer nach hinten. Das ist etwas bescheiden. Komm, Safe State. Alter! Ja? Ach nee, die habe ich schon. Welche fehlt mir denn? Hier unten fehlt mir eine. Und dann habe ich keine Ahnung. Mir fehlen zwei Münzen. Ah, hier oben! Also rechts unten und hier links oben sind die letzten zwei. Ah, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Hoffe ich doch. Alter, dann hält er sich nicht fest. Das ist ein bisschen zu früh. Nein! Das ist so verdammt schwierig, ne? Und jetzt stellt euch das ohne Safe States vor. Alter! Nein! Boah, warum katapultiert's einen... Ich möchte gerne durch diese zwei Stäbe. Nein. Jetzt bin ich fast was geworden. Nein. Nochmal Safe State. Entschuldigung, aber das ist... Warum haut's mich denn da so weit rüber? Ich bremse da doch ab. Dann wieder ein bisschen zu spät. Nein, zu früh. Viel zu früh. Ach komm. Nein! Dann habe ich schon so eine astreine Position und was mache ich draus? Nichts. Ja, ja! Nummer 7. Endlich. Und ein neuer Safe State. Nein, ich habe knall. Das war mal ein Fail. Anstatt zu speichern, habe ich geladen. Warum? Ja, sehr gut. Diesmal aber auch speichern. Sonst fresse ich einen Besen so langsam. Gut, diesmal war's. Speichern. So, der letzte ist jetzt hier ganz weit drüben.
Nee, 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 nee. Boom! Nein! Fuck! Nein! Ich werde es doch wohl noch schaffen jetzt hier. Na, das wollte ich jetzt eigentlich eher nicht so, aber... Ich wollte... Ich will eine Stampfattacke machen! Ja, das hat's jetzt vollgebracht. Wie man sieht. Nämlich so gut wie gar nicht. Mann! Die letzte Münze! Die ganz außen! Nein! Nein, da wollte ich nicht rein. Oh, Leute. Ja! Komm. Ja, das war dann zu weit. Jetzt dann aber. Ui! Och nee! Mann! Wie kommt man an diese letzte ran? Ja! Ich hab's geschafft, keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur in die Mitte kommen. Oh nein. Zum Glück nutzen wir die Macht der Safe States. Speichern. Diesmal wirklich speichern, sonst würde ich mir so dermaßen in den Arsch beißen. Nein, das war... Da war ein bisschen daneben. Willst du mich verarschen und jetzt klappt das auf Anhieb? Hier in die Mitte rein? Was zur Hölle? Okay, die haben wir auf jeden Fall. Die beim Flipper. Boah, das ist aber auch ein anstrengendes Level, Leute. Das hatten wir schon. Der Giftfluss, das wird eh nochmal so eine heikle Geschichte. Turbo-Weitsprung hatten wir. Da muss ich nochmal hin und da kommen wir erst ganz zum Schluss hin. Boah, das war jetzt aber hier ein mieses Level. Muss ich gestehen. Und mich interessiert gerade übrigens, wo kommen wir eigentlich hier hin? Ich habe das noch nie so wirklich erforscht. Und habe da keinen Plan von. Ui, diese Münzen. Und weiter? Also auch egal. Auf jeden Fall, das nächste Mal gucken wir nochmal nach ein paar weiteren Versteckten, ob wir die nicht schon uns holen können. Wenn wir sie uns holen können, dann holen wir sie uns. So einfach ist das. Deswegen, mit dieser herrlichen Aussicht hier wieder. Na, so nicht. So, genau, mit dieser herrlichen Aussicht sage ich viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.